Servus, hier ist der Stand von Wiesengaudi TV und neben mir steht Matthias Schweighöfer. Sehr gut, ja. Matthias Schweighöfer ist der Erste heute Abend, der uns keins auf die Mütze haut, sondern Ja gesagt hat zu einem Interview und nicht gleich zum Promi-Event Nummer 1, dem allen auf den Käfer schlüpfen möchte. Ja, das sind diese Promis. Ja. Mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Ne? Nee. Und wirklich, das ist hier heute so. Das ist so ein Promi-Ding oder was? Ja, wusstest du es gar nicht. Ich bin tatsächlich zum ersten Mal im Käferzelt. Okay. Das ist halt für mich eine Premiere. Also für dich eine Interview-Premiere, für mich heute meine Wiesen-Käfer-Premiere. Schön, ja, das freut mich natürlich. Ich habe neulich eine Filmvorschau gesehen und ich weiß es gar nicht genau, weil du ja gesagt hast, was wie Matthias Schweighöfer. Stand, da war ein Mensch, der sah ziemlich so aus wie du. Ja. Genau, hieß aber Elias und er spielt einen neuen Film mit, der heißt Packenböte. Richtig, ja, das stimmt. Ich weiß, also, auch wenn wir uns ja ähnlich sehen, ich bin ja nicht Matthias Schweighöfer, das war ein Witz. Ich heiße Elias. Ja. Und das stimmt, ab 7.11. startet Packenböte in den Kinos. Ein sehr, sehr witziger Film. Was sagst du denn zu dieser Packenböte-Geste von unserem Kanzlerkandidaten, der ja jetzt nicht Kanzler ist? Finde ich super. Ich finde es total toll, dass er sozusagen direkt die Fucking-Goethe-Kampagne also verstanden, begriffen hat und direkt in seinen Wahlkampf integriert hat. Vielen Dank nochmal an der Stelle an Pierre Steinbrück. Der Film handelt ja von einem Lehrer in einer schwierigen Klasse, kann man sagen. Ja. Wie war das denn bei dir als Schüler? Also hast du da eher gesagt, fuck you Goethe, oder warst du jetzt eher so fuck you Einstein oder fuck you Heisenberg? Ich war einfach gar nie da. Also im Grunde, ich war einfach nie anwesend. Insofern, mich gab es da eigentlich. Schulisch gab es mich gar nicht. Ah ja, okay. Ja, sehr gut. Macht auch nicht, also fuck you Schule einfach. Fuck you everything.